Jetzt hören wir von Admiral Mark Pelleas, Konteradmiral AD der US Navy, seine Thema eine militärische Perspektive. Guten Morgen. Ich bedauere, dass ich an dieser Konferenz nicht persönlich teilnehmen kann, aber ich möchte die Themen benennen, die meiner Meinung nach Teil der Diskussion sein sollten. Als wir in früheren Konferenzen über das sehr hohe Ziel nachdachten, allen Menschen moderne medizinische Einrichtungen zur Verfügung zu stellen, wurde zumindest mir klar, dass wir zunächst verstehen müssen, dass es einige grundlegende Probleme in der Welt gibt, die angegangen werden müssen. Insbesondere der Zugang zu Wasser bzw. zu sauberem und hygienischem Wasser ist grundlegend. Ich glaube, dass verunreinigte Wasserversorgung allgemein als ein vorrangiges globales Problem erkannt wurde. Um einige Dinge ins rechte Licht zu rücken, gerade wenn wir über den Konsum sprechen, der für das menschliche Leben grundlegend notwendig ist, haben mindestens 2 Milliarden Menschen auf der Welt keinen Zugang zu sauberem Wasser. Jede Woche sterben schätzungsweise 30.000 Menschen aufgrund von Krankheiten, die auf unsicheres Wasser zurückzuführen sind. 90% dieser Todesfälle sind Kinder unter 5 Jahren. Kleine Kinder sind am meisten von Krankheiten betroffen, die auf verunreinigtes Trinkwasser zurückzuführen sind. Die überwiegende Mehrheit dieser Todesfälle tritt in Ländern der Dritten Welt auf. In den 54 Ländern Afrikas, in ganz Südostasien und auf dem lateinamerikanischen Kontinent. In diesen Ländern sind Frauen und Kinder in der Regel gezwungen, etwa 3 Stunden am Tag damit zu verbringen, manchmal 8 Meilen zum nächsten Sumpf oder Fluss zu laufen, um Wasser zu holen, das oft verunreinigt ist. Zum Vergleich dazu, die Zeit, die allein in Afrika pro Jahr für die Suche nach Wasser aufgewendet wird, wird auf 40 Milliarden Stunden geschätzt. Das entspricht der gesamten Erwerbsbevölkerung Frankreichs. Nun gibt es eine ganze Reihe von Organisationen und Unternehmen, auf die ich gestoßen bin, die versuchen, Teile des Problems anzugehen, aber wir sind weit davon entfernt, einen globalen Plan zu haben, um diese sehr reale Krise zu bewältigen. Offen gesagt, die Welt ist ein trostloser Ort für Menschen, die vielleicht nicht einmal einen Löffel besitzen, die nicht über grundlegende sanitäre Techniken aufgeklärt sind, geschweige denn Zugang zu den einfachsten Technologien zur Wasseraufbereitung haben. Andere Organisationen wie die Gates Foundation und Charity Water, um nur 2 zu nennen, versuchen, einen Teil des Problems anzugehen. Die Herausforderung für unsere Vereinigung besteht also darin, herauszufinden, wo wir am effektivsten einen Beitrag leisten können. Ich weiß, dass sich das Schiller-Institut oder Leute, die daran beteiligt sind, seit etwa 40 Jahren mit einem Großprojekt in ganz Afrika befasst, das TransAqua heißt und den Zugang zu Wasser für alle Verwendungszwecke, sowohl für die Industrie als auch für Trinkwasser und so weiter und auch landwirtschaftlich nutzbar machen würde. Es ist schon lange in Vorbereitung. Dieses Projekt
fordert die Unterstützung vieler betroffener Regierungen in der zentralafrikanischen Region erfordert und hat dieses meines Wissens auch. Wie können wir also entscheiden, wo wir am effektivsten beitragen können? Zunächst müssen wir die aktuellen Bemühungen und Technologien verstehen. Am Ende der letzten Konferenz, die wir abgehalten haben, schlug ich vor und ich schlage es wieder vor, dass eine Konferenz, die sowohl diese aktuellen Bemühungen als auch die Technologien untersucht, die verfügbar sind oder verfügbar sein könnten, um dieses Problem zu lindern, ein sehr wichtiges Unterfangen wäre. Was ich allerdings nicht sehe, ist eine koordinierte multinationale Anstrengung, um den Zugang zu Wasser, den Zugang zu sauberem Wasser anzugehen. Und vielleicht könnten wir Regierungen und NGOs in einer koordinierten Anstrengung zusammenbringen. Auch hier ist es sehr wichtig, den Weg zu wählen, der am effektivsten ist, wo man die größte Wirkung und langfristige Gesundheit bei der Lösung dieses Problems für die Welt haben kann. Ich glaube, dass die Lösung des Zugangs zu sauberem Trinkwasser und so weiter wirklich über der Politik steht und eine verbindende Kraft für das Gute sein kann. Ich wünsche Ihnen das Beste für Ihre Bemühungen bei dieser Konferenz und ich hoffe auf nachfolgende Konferenzen. Ich danke Ihnen.